Der letzte Gast ist bei Gaststätten immer ein ganz tolles Thema, weil man das unterschiedlich interpretieren kann. Ich habe ein paar Gerüchte gehört, die Apotheke hat sich hier eigentlich sehr gut entwickelt und ist halt auch so ein bisschen zu einem Ort unerfüllter Sehnsüchte geworden. Aber eine Story geht halt auch in die Richtung, dass halt bald auch schon wieder Schluss ist. Deswegen wollen wir mal so ein bisschen einen Abgesang und ein Resümee machen und dann gucken wir mal, ob es noch andere Informationen. So, Sebi hat mich hier gerade überfallen. Der war für den Dreh eigentlich gar nicht eingeplant. Aber das ist super gut, dass er hier ist und uns hilft, weil wir haben gehört, die Apotheke würde wieder schließen. Weißt du da was Genaueres drüber? Ja, genau. Also Ende April soll es soweit sein. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber es steht schon in den Raum, dass die Apotheke jetzt zumacht bis zum Sommer und dann vielleicht wieder aufmachen wird. Ja, aber das sind nur halt Gerüchte. Es gibt aber auch noch eine andere Neuigkeit, die zumindest sagt, dass ein Zeitraum bis Ende April noch erreicht werden wird. Und das zeigen wir euch jetzt. Hallo Leute, hier findet ein neues Event statt in der Fußgängerzone. Ein Spring. Und die Apotheke ist dabei. Am 19.04. um 17 Uhr fängt das an mit leckeren Essen. So, die Auflösung zum mal vorherigen Foto heißt, denkst du, dass die Apotheke auch auf Instagram zu finden ist? Und die heißt... Jetzt geht es doch darum, was hat uns nicht so gut gefallen? Und das, da gibt es bei mir also ganz eindeutig einen Kritikpunkt. Ich war nämlich mehrfach in dem Laden und habe gefragt, ob wir da drehen können. Für mich geht es darum, ist die Apotheke ein Ort, an dem man sein kann, sich also entfalten kann? Und normalerweise kann man mit einem Handy eine Video oder ein Selfie machen und das überall posten. Das, also so ein Selfie habe ich da drin auch gemacht und habe das gepostet und gesagt, guck mal, ich bin in der Apotheke. Aber bei uns geht es natürlich um Content. Und ich kenne Leute, die drehen halt sehr gerne kleine Vlogs in Restaurants. McDonald's ist da sehr beliebt. Da nimmt man ein Handy, hält das vor sich, sagt da irgendwas rein, was man für schlau hält, und gibt es dann seinem Kumpel und der sagt dann irgendwas rein, was er für schlau hält. Und damit macht man dann ein kleines Vlog-Video. Da kann dann entweder das Ambiente einer Kneipe im Hintergrund sein. Man hat so ein bisschen auch die Hintergrundgeräusche von der Kneipe, was übrigens Copyright-Probleme geben kann, wenn da Musik gespielt wird, auf die dann halt das Content-ID-System von YouTube anspringt. Und das postet man dann halt. Und wenn man halt da nicht möchte, dass andere Gäste dann als Beiwerk im Hintergrund zu sehen sind, dann setzt man sich so hin, dass man eine Wand im Hintergrund hat, aber trotzdem von dem Interieur noch erkennt, wo man ist, damit man so ein bisschen Style und Art of Life halt transportieren kann. Mit so einer Aufnahme durften wir nicht machen. Ich habe mehrfach nachgefragt. Und das ist ein Punkt, das ist kein Alleinstellungsmerkmal für die Apotheke. Ich habe das in Herzberg häufiger erlebt, dass man, wenn man dann fragt, man könnte es einfach machen, weil keine Schilder an den Eingängen sind, die solche Aufnahmen verbieten. Man könnte es einfach machen. Wir fragen, weil wir uns nicht verderben wollen, weil die Leute würden dann Wege finden, zukünftige Aufnahmen zu unterbinden. Und dann hören wir meistens in Herzberg ein Nein. Und in anderen Städten, die halt zum Teil auch mehr Einwohner haben, gehen die Jugendlichen oder gehen die Leute, die halt so ein Hobby verfolgen, in die Schnellrestaurants, drehen ihre Vlogs. Und das war's und da sagt keiner was. Und da müsste sich Herzberg und auch die Apotheke meiner Ansicht nach weiterentwickeln. Da ist noch Potenzial. Was hat dir denn nicht so gut gefallen an der Apotheke? Ja, das ist so schwierig zu sagen, weil eigentlich gab es nur gute Aspekte. Aber am Anfang fand ich das scheiße wegen dem Raucherbereich, dass sie den nach innen verlegt haben. Jetzt haben sie sich gebessert, dass sie jetzt das Rauchen nur noch draußen gestatten, nicht mehr drinnen. Und es ist eine bessere Luft, das finde ich ganz gut. Und ich denke mal, schade eigentlich, dass sie schließt, weil ich sage mal so, von den Preisen her, von dem Ambiente war alles super. Aber halt dieses Nein zum Drehen in der Apotheke, Werbung dafür machen, fand ich ganz schade, dass sie das abgelehnt haben. Jeden Freitag ab 20 Uhr hier die Apotheke in Herzberg am Harz. Eintritt ist ab 18, das muss man auch nochmal dazu sagen. Und der letzte Gast ist halt als Titel so ein bisschen entstanden. Nicht, weil der letzte Gast derjenige ist, der im Schankraum ist, der sich weigert, das Lokal zu verlassen. Nein, wir benehmen uns immer reglich. Wir wissen, wer das Hausrecht inne hat und sind da sehr folgsam. Wir wollen ja, dass uns diese schöne Kneipe erhalten bleibt. Wir möchten das so verstehen,
verstehen, dass der letzte Gast der ist, der dann immer was zu mäkeln und zu meckern hat. Damit müssen wir aber leben. Manchmal haben Leute so Wünsche und tragen die halt auch vor. Und da kann man sich halt immer mal wieder aneinander reiben und sich überlegen, ob man da auch Anpassungsleistungen vornehmen möchte.